Ja, wir haben ja schon seit längerer Zeit den Slogan ISB mehr als Weiterbildung. ISB ist ja in erster Linie eine Weiterbildungseinrichtung und hat sich als solche entwickelt. Wir haben nun in den letzten Jahren eine ganze Reihe von zusätzlichen Services, Nutzen für die Teilnehmer, fürs professionelle Feld dazu entwickelt und wir wollten es gemeinsam auch einfach kurz vorstellen, dass sich Menschen, die sich für das ISB interessieren, dass sie sich ein Stück informieren können, was ist es denn, was es mehr an Weiterbildung gibt am ISB. Ich fange mit der Weiterbildung an. Das ISB ist ja seit 30 Jahren dafür bekannt, dass es hochwertige Weiterbildung anbietet für Professionelle im Bereich Professionalität, Organisation, Coaching, systemische Beratung, Organisationsentwicklung und Change. Und es kommen Professionelle aus allen Feldern zu uns, um uns in ein- oder zweijährigen Curricula sich zu qualifizieren, ihre Professionalität hier in den Curriculumgruppen zu entwickeln. Das Besondere am ISB ist immer, dass es um eine persönliche Professionalität geht, also darum, etwas ganz zum eigenen Wesen, zum eigenen Feld, zu den eigenen Talenten, zum eigenen Lernstil Passendes zu finden und mit anderen gemeinsam im kollegialen Austausch, in mannigfachen Spiegelungen und Kooperationen OE und PE lernen zu machen. Es geht dabei aber nicht nur um die professionelle Qualifizierung, es geht auch um das, was man Professionalisierung nennt, dass diese Menschen bei der Gelegenheit ein professionelles Selbstverständnis weiterentwickeln, dass sie danach wirklich aus einem gewachsenen, soliden, zu ihrer Persönlichkeit passenden, professionellen Selbstverständnis aus einer Identität heraus arbeiten können, weil wir wissen, dass stimmige Arbeit mit stimmiger, professioneller Hinterlegung zu tun hat. Also professionelle Qualifizierung aus systemischer Perspektive und Professionalisierung im Organisationsfeld. Das ist das, was es bei uns gibt, in besonderer Qualität, und dann kommt eben noch einiges dazu. Und der Punkt, an dem wir da ja oft auch gefragt werden, was macht jetzt das Lernen speziell am ISB aus, lässt sich, glaube ich, nochmal am ehesten in diesen beiden Punkten Lernkultur und Regiekompetenz verdichten. Denn all diese Punkte, die du jetzt genannt hast, die gerade sehr persönliche Ausrichtung des Lernens kombiniert mit einer fachlichen Qualifizierung lässt sich eben nur zum Teil durch einen guten Vortrag oder einen guten Impuls der Lehrtrainer, die ja viel Erfahrung haben mit diesen Themen, anlegen, sondern es hat viel mit dem Arrangieren des gemeinsamen Lernens voneinander, miteinander in der Gruppe zu tun. Und das ist etwas, was ja auch ein Stück weit was mit deinem persönlichen biografischen Hintergrund zu tun hat, am ehesten in dem zu fassen, was wir systemische Lernkultur und systemische Didaktik nennen. Also eine von einem Impuls ausgehende, sehr an den Fragen und an den Herausforderungen der Menschen in Organisationen ausgerichteten Lernen, was eben ganz viele Lernschleifen nach sich zieht, sowohl für den, der die Fragestellungen, die Herausforderungen in dieser Art von Lernkultur einbringt, wie auch für denjenigen, der ihn dazu unterstützt, bis hin zu den weiteren Beteiligten. Und da haben wir ja ganz viele didaktische Settings entwickelt, wie Menschen dann ausgehend von den Überschriften, daran kann man sich ja am ehesten inhaltlich orientieren, der Bausteine, dann gemeinsam lernen in dem Miteinander. Und das ist eigentlich das, was die Lernkultur auch auf einer sehr persönlichen Ebene und aber trotzdem nicht nur persönlich selbsterfahrungsorientiert, sondern ausgerichtet an den Themen und Herausforderungen der Organisation dann ausmacht am ISB. Und damit kombiniert ist der zweite Teil, nämlich Regiekompetenz für Lernen von Menschen,
und Organisationen. Das ist uns immer wichtig, dass wir hier on the job, near the job, müsste man eigentlich sagen, lernen. Das heißt, nicht zu isoliert in den Seminarraum abtauchen und nur dort lernen, sondern immer die Verbindung halten zu dem, was an Regiekompetenz, an OE-Lernen, an PE-Lernen in Organisationen gebraucht wird, und dass wir da ganz eng an den Themen dranbleiben und über unsere Werkstatt arbeiten, was wir jetzt neuerdings entwickelt haben, eigentlich immer wieder versuchen, die Komplexität und die Herausforderungen hereinzuholen und dann damit wieder nach draußen zu gehen. Also eine Regiekompetenz ausbilden wollen, zwar schon im Seminarraum, aber trotzdem sehr tauglich, sehr praktikabel für das Lernen in Organisationen. Ja, und also außer persönlicher Professionalität lernen Sie dann gleichzeitig Regisseure, Didaktiker und Lernkulturpfleger für OEPE-Lernen zu sein. Und das ISB hat ja im Lauf der letzten 30 Jahre sehr viele Inhaltskonzepte für ein solches Lernen, nicht nur hier in den Curricula, sondern auch dort in den Organisationen entwickelt. Die sind auch vielfältig veröffentlicht und es hat jede Menge Didaktik, wie eigentlich OE und PE-Lernen stattfinden kann. Übungen, Handouts, Spiegelungen, alles, was man nicht nur im Curriculum, sondern auch draußen in der Organisation brauchen kann, in eigenen Seminaren zur Multiplikation aufbereitet und stellt es auf der Website für Netzwerker, für Interessierte zur Verfügung. Und da sind wir jetzt ganz modern geworden, nach den wesentlichen Themen sortiert, können sich die Menschen die PowerPoint-Charts angucken, was wir da zu den Themen im Wesentlichen zu bieten haben. Und wenn Sie das interessant finden, was Sie auf dem Chart sehen, dann klicken Sie drauf, sind an der Stelle in einem Erläuterungsvideo. Und wenn Sie davon was in Ihrer eigenen Arbeit übertragen wollen, dann können Sie sich die Charts in einen eigenen Rahmen rüberladen mit einem Klick, sodass Sie das gar nicht neu anfertigen, sondern unser Material unter Ihrem eigenen Logo direkt weiterverwenden können. Und wir stellen auch Themenkörbe zusammen. Das heißt, wenn Sie mehr zu diesem Thema lesen, erfahren wollen, aus der Fülle des ISB-Materials, können Sie mit einem Klick sich ein ganzes Bouquet zu Ihrer eigenen zu Ihrem eigenen Weiterlernen runterladen, und Sie können sich auch eine Toolbox herunterladen, in der Handouts, Übungen, Vorgehensweisen direkt zur Weiternutzung in eigenen Seminaren oder in eigenen Maßnahmen in Organisationen zur Verfügung steht. Und das alles gibt es kostenlos am ISB, und dadurch, dass die Menschen mit dieser Didaktik und dieser Lernkultur selbst in den Curricula ihre Erfahrung gemacht haben, fällt es ihnen auch ganz leicht, das zu nutzen und ohne sehr viel Umarbeitung selbst multiplikativ zu verwenden. Das ist ein zusätzlicher Service, den wir unseren Absolventen bieten. Und daran anschließend, an eine solche Weiterbildung wird ja vielfach auch zusammengearbeitet, schon in der Zeit im Curriculum, aber auch darüber hinaus, und da hat sich eben ein weiterer tragender Bereich für uns entwickelt, nämlich unser großes Netzwerk von ca. 4.000 Teilnehmern und Absolventen, die wir ja jetzt seit über 10 Jahren in einem sehr lebendigen, aktiven Mailing-Netzwerk miteinander vernetzen. Das heißt, oft werden wir ja gefragt, wie geht es dann nach der Weiterbildung weiter. Natürlich ist ein ganz besonderer, intensiver Kontakt mit den Mitteilnehmern in dem Jahr häufig im Entstehen. Aber darüber hinaus, nach dem ersten Jahr Weiterbildung, nach auch einem möglichen zweiten Jahr Weiterbildung, findet vieles dann weiter in kollegialer Kooperation statt, in unserem großen Mailing-Netzwerk, in dem ganz viel Erfahrung geteilt wird, Konzeptionelles geteilt wird. Wir sind ja selbst immer wieder überrascht, wie freigebig Netzwerker ihr Know-how, ihre Erarbeitung zur Verfügung stellen. Und es ist eine marketingfreie Zone. Auch wir machen in unserem Netzwerk selbst keine Werbung und kein Marketing, sondern dort läuft alles das, was man eigentlich unter kollegialer Zusammenarbeit, unter Kooperation sich vorstellen kann. Es werden Stellen eingestellt, ein sehr gut laufender Stellenmarkt, weil ja die Organisationen mittlerweile verstanden haben, dass Menschen in diesem Netzwerk eben eine gute, solide Qualifizierung und Professionalisierung mitbringen. Es werden Aufträge weitergegeben, die man nicht selbst übernehmen kann, also ein reger Austausch
bis eben hin zu ganz konkreter Zusammenarbeit oder Weitergabe von Aufträgen. Und es gibt ja viele Plattformen dieser Art. Ich glaube, wir können sagen, dass das doch eines der aktivsten und lebendigsten Netzwerke dieser Art ist. Was sicherlich damit zu tun hat, dass wir immer im Hintergrund für die Kultur mitgesorgt haben. Also es ist ein moderiertes Netzwerk, es ist ein geschlossenes Netzwerk. Und wir haben eigentlich jeden Tag die Mails selber einmal in der Hand, bevor wir sie freigeben, um zu checken, ist das auch die Ausrichtung, die Art von Netzwerkmails, wie wir sie für das Netzwerk auch für gut halten. Ja, nicht. Das ist auch wirklich sehr interessant, wie die Verbundenheit und Bezogenheit, die man hier in den Curriculum-Gruppen erfahren hat, auf 4000 Leute ausgewertet werden. Allein schon die Anrede, liebes Netzwerk. Ja. Oder wenn dann viele Beiträge kamen, man sie zusammengesammelt hat und sie ans Netzwerk zurückgibt. Vielen Dank, ihr wart wieder ganz toll. Ich habe dann die Anregung bekommen. Und das ist wirklich erstaunlich, wie das Vertrauen, das in Face-to-Face-Gruppen gewachsen ist, als Kulturvertrauen auf das ganze Netzwerk ausgedehnt worden ist. Und das war jetzt ja nur der Internetteil. Ja. Genau. Außerdem findet ja ein lebendiges Netzwerkleben teil. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Über die quasi ganze Deutschlandkarte und darüber hinaus verteilt. Überall finden sich regionale Peergroups. Es entstehen neue, es werden auch alte wiederbelebt, indem sie neue Mitglieder aufnehmen. Und das ist dann tatsächlich ein Vor-Ort-Netzwerken. Jetzt gerade in der nächsten Zeit in Wuppertal hat sich eine neue Gruppe ja gegründet. Also eigentlich über die ganzen Regionen verteilt, aus den Curricula hervorgehend, aber dann eben nicht nur auf die eigene Gruppe bezogen, sondern über verschiedene Gruppen hinweg direkt miteinander weiterarbeitende Netzwerkgruppen. Und man muss ja insgesamt sagen, dass die Netzwerkarbeit, die Alumni-Arbeit für viele ein Motiv ist, zur Weiterbildung ans ISB zu kommen, weil sie wissen, sie kriegen eben hier nicht nur eine hochwertige Weiterbildung, sondern einen Eintritt in eine Professional Community, in ein Business-Netzwerk von zumeist eben Unternehmensvertretern und Vertretern aus dem Wirtschaftsbereich getragen, was auch natürlich freiwilliger Service von uns zur Verfügung gestellt wird, aber was dann für sie bedeutet, dass sie eben auch in eine Professional Community hineinwachsen, die ihnen viele weitere Impulse liefern kann. Ja, und da wird auch Zugehörigkeit erlebt. Wir hören sehr oft dieses Wort von der professionellen Heimat. Ja. Und man kann fast sagen, das macht viele unserer Netzwerker eigentlich so zufrieden, dass es gar nicht so einfach ist, sie außerdem noch zu aktiven Mitgliedern in den Verbandseinbindungen, die wir ja auch stellen, zu machen. Das ISB und speziell ich waren ja beteiligt an der Gründung des Deutschen Bundesverband Coaching, auch in der Systemischen Gesellschaft bin ich ja schon lange Ehrenmitglied und aktiv. Und das war uns wichtig, um sicherzustellen, dass wir mit dem gesamten relevanten Feld sehr offen in Kontakt sind und dort bei aller Konkurrenz, die es natürlich auch gibt, mit den anderen wesentlichen Playern im Feld auf Augenhöhe kommunizieren und gemeinsam Dinge entwickeln. Und wen das interessiert, der kann ja auf der DBVC-Website sehen, wie hochwertig dieser Verband sich zum Beispiel entwickelt hat. Und da spielt das ISB eine tragende Rolle. Und trägt auch weiterhin zu dieser Verbandsentwicklung bei. Ein Beispiel dafür sind die jährlichen Dialogforen, bei denen wir zu Gast sind bei ein bis zwei Unternehmen und mit denen wesentlichen Fragen deren Anliegen, derer Themen besprechen. In diesem Jahr waren wir bei zwei internationalen Mittelständlern und haben dort mit denen über das Thema Unternehmenskultur, Führungskultur als Erfolgsfaktor uns ausgetauscht. Auch das findet sich auf der DBVC-Website. Und nicht nur im deutschsprachigen Raum sind wir mit Vernetzung aktiv. Wir haben ja vor Jahren schon eine Plattform gegründet, die nennt sich Learning Conversations, wo wir aus der Sicht der Transaktionsanalyse internationalen Austausch organisiert haben.
erst in Oxford, dann in Heidelberg, dieses Jahr in Florenz. Und jetzt ergreifen wir gerade die Initiative, ein internationales Netzwerk für Organisationscoaching zu organisieren und dazu einzuladen. Und die Idee ist eben die, wirklich für den Organisationsbereich speziell Verbandsentwicklungen zu machen, sodass die Auseinandersetzung mit der Gesamtverantwortung im Organisationsbereich, in den Unternehmen, dass daraufhin wirklich die professionellen Entwicklungen und die Entwicklung der Lerninstrumente, der Organisationsentwicklungsinstrumente abgestellt werden, sodass, und dass wir international Menschen, die das in ihren Ländern, in ihren Regionen vorantreiben, mit denen auf Augenhöhe in Austausch geraten, weil wir doch beobachten, dass immer noch viel zu sehr die 1:1 und persönlichkeitsorientierte Arbeit eigentlich als die organisationsbezogene Arbeit ausgegeben wird und auch die Verbände oft entsprechend aufgestellt sind und sich nicht wirklich organisationsweltspezifisch entwickeln. Und da werden wir als Institut und der DBVC als Verband unseren Beitrag leisten und da ein internationales Begegnungsfeld aufbauen. Jetzt haben wir mal eine kleine Runde gedreht, ein paar Elemente, die für uns wichtig sind, Ihnen zusammengestellt und vorgestellt. Wir hoffen, Sie haben einen Eindruck bekommen. Es gibt ja eine ganze Reihe von weiteren Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt auch kleine Vorstellungsvideos zu den einzelnen Curricula. Mhm. Es gibt den Orientierungstag, wo man auch nochmal live reinschnuppern kann ins ISB und auch nochmal die Atmosphäre aufnehmen kann und ganz viel Hörbares und Lesbares auf unserer Website, was du ja beschrieben hast.